Eigentlich ist es schon krass. Nur wenige Minuten Fußweg da von meiner Wohnung entfernt, mitten in Chur, ist einfach eine offene Drogenszene. Anscheinend sogar die grösste offene Drogenszene der Schweiz. 2, 4, 6. 4 Tage lang bin ich eingetaucht in dieser Drogenszene vom Stadtgarten in Chur mit der Frage, was und wer verbirgt sich hinter diesen Parkmauern? Das ist eigentlich mein zweiter Zuhause. Es fängt so schleichend an, das merkst du gar nicht so wirklich. Und plötzlich eben. Plötzlich bist du mitten drin. Ich selber habe 0 Berührungspunkte mit Drogen. Am Anfang von dem hier habe ich nicht einmal gewusst, ob ich mich traue, um in den Park hineinlaufen. Alle, die mit mir darüber geredet haben, über den Stadtpark, haben alle gesagt: Boah, nein, geh nicht rein. Das ist noch heavy stuff. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, wahrscheinlich ist es nicht die gescheiteste Idee, um dort reinzulaufen, einfach so mit meiner Kamera, mit meiner Frisur. Das kommt vielleicht ein bisschen komisch überein. Und deshalb, ja, bin ich mir jetzt irgendwie auch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt wirklich machen soll oder nicht. Vor dem Eingang vom Stadtgarten bin ich sofort angesprochen worden. Von einem älteren Typ. Schon seit 40 Jahren ist er in dieser Szene. Konsumiert ab und zu Heroin und will nicht erkannt werden. Weißt du, ich habe Angst, dass ich fast zu snobby bin, wenn ich sage, nein, da gehe ich einfach nicht rein. Okay. Was sollst denn du machen? Ich gebe dir einfach einen Tipp. Wenn du etwas machen willst, dann vorher abklären. Ja. Wenn du ein Auto hast, lass die Kamera dort, gehst du so rein, wie du bist. Fragst du, ja, was. Sie schlönten nicht, sie verhauen dich auch nicht. Ja. Also ist meine Angst, sage ich mal, das ist grundsätzlich. Ja, das ist ja logisch. Du bist auch nicht so blöd. Ja. Und das, was du hörst, ist hey, Brutalität. Und hey, da schlönst du dich ab. Und wenn du ein Portemonnaie hast, rufen sie so weg. Und das ist nicht ganz so. Ja. Es ist nur so, bei Teilen, die einfach zu viel Basen oder zu viel Kohle drin haben oder wo, einfach, wo es eh gleich ist, weil sie ausgeschafft werden. Aber der hat es nicht viel. Oder sollte ich einfach finden, fuck ab, der hat es auch nicht viel. Ja. Die meisten sind eigentlich. Ja, Pacific, Bündnisteil Pacific. Pacific, ja, Pacific. Sure. Sagen wir es mal so an für den Schluss, einfach Pacific. Oder? Okay. Danke vielmals. Hast du mir schon geholfen? Mental. Kein Problem. Er hat mir jetzt ein bisschen Angst genommen, irgendwie. Weil er sagt, ja, so schlimm wie alles tönt, ist es nicht. Vielleicht ist das seine Sicht, vielleicht ist das nicht unbedingt die richtige. Das finde ich dann raus, wenn ich dann mal wirklich reingehe. Aber für heute habe ich das Gefühl, mit Kamera und allem besser nicht. Ist jetzt lustig, schon nur zum schnelles Bild machen vor dem Titel. Habe ich das Gefühl, dass ich mega beobachtet war dort drin und dass jemand rauskommt mit einem Messer. Ach, ich bin so ein Snob. Dass Leute öffentlich Drogen nehmen im Stadtgarten, ist immer wieder in den Medien. Es herrscht auch eine aggressivere Stimmung, seitdem gewisse Drogen genommen werden, hört man. Aber bald könnte die offene Drogenszene verschwinden. Die Politik will etwas machen. Ein Konsumraum ist seit langem im Gespräch. Die Stadt Chur finanziert außerdem seit rund einem Jahr die Streetworker. Sie darf bei einer von ihren Touren in die Stadt in die Szene begleiten. So. Klassisch Chur-Bergsteigen. Wir sind jetzt unterwegs zum Verein Überlebenshilfe. Die haben regelmäßig Sozialarbeiter, die in den Stadtpark, aber auch nahe Bahnhof und so gehen, um ja, den Leuten, die verkehren, zu helfen. Die Romina Beli und ihr Team machen alle 2 Tage so eine Runde in die Stadt. Mhm. Was machst du? Eigentlich vor jedem Dienst oder nach jedem Dienst schaue ich, dass die Taschen. Also nicht nur ich, mein Team schaut, dass die Taschen vollständig sind mit den Sachen, die wir so mitnehmen. Gell? Das sind zum Beispiel die Safeboxen. Können wir auch eine öffnen? Das ist sauberes Spritzenmaterial, das man hier sieht. Und halt so Alkoholtupfer und das, was man so braucht. Also Nadeln, verschiedene Dicken. Das, was man braucht, wenn man intravenös konsumiert. Also wir haben so eine kleine Apotheke. Das heisst, wir machen auch Wundbehandlungen. Was wir auch haben, sind unsere Streetwork-Zigaretten. Die haben ab. Sind denn die? Ja, das ist. Die verteilen wir ab und zu, wenn jemand keine Zigaretten hat und fragt, hey,
hast du mir nicht eine Ziege, dann geben wir eine von denen. Wirklich? Mhm. Ist das moralisch schon? Also weißt du? Mit einer Ziege, ich meine, ich rauche selber nicht mehr, aber mit einer Zigarette finde ich trotzdem, etwa die passt wie einfach, wenn jemand ja, mega frustriert ist oder einfach mega aufgebracht ist, dann sage ich jemand, jetzt rauchen wir zuerst einmal eins. Die Taschen sind vorne so angeschrieben. Heisst, sie erkennen uns auch, wenn wir kommen. Und am Anfang war die Skepsis schon deutlich grösser. Natürlich auch die Frage, schaffen wir nicht mit der Fahndung zusammen? Halt so Themen, das ist schon. Und das hat sich jetzt recht beruhigt, eigentlich, so die Fragen. Ich würde privat nie in den Stadtpark reinlaufen, weil ich einfach, das muss sich komisch anfühlen. Weißt du, ist das berechtigt oder bin ich da fürs Nacht? Also, aus meiner Perspektive ist es nicht berechtigt. Nein, aber gleich verstehe ich es. Also, ich kenne ja selber viele Leute, die ihr Leben lang zu Chur gewohnt haben und zu Chur aufgewachsen sind. Das sind ja auch Geschichten über den Stadtpark, die von Generation zu Generation weitergetragen werden, die vielfach auch nicht mehr hinterfragt werden. Es ist einfach so, Stadtpark in Chur geht man nicht rein. Ja, ich schalte jetzt die Kamera aus, weil jetzt da vorne ist ja gerade der Stadtpark. Und dann schaue ich mal, ob sich jemand findet, der mit mir redet, wo dann ja. Ich lasse filmen auch. Also. Wir sind drinnen. Die Stimmung im Park entspannt. So 15 Leute hocken in einer Ecke vom Park, der Rest ist leer. Stammgäste, so die Romina, hat so 90 oder 100, die aber unterschiedlich regelmäßig im Park kommen. Dass das die grösste offene Drogenszene der Schweiz ist, das lässt sich übrigens nicht belegen. In vielen anderen Städten würden so Gruppierungen aber nicht duldet. Aber mit Tunk, sie sind so total abgelenkt. Also du kannst ihnen etwas fragen und dann sind sie wieder weg. Gut, gell, es waren jetzt wirklich auch relativ viele Leute wirklich am Konsumieren. Ja. Und dann ist natürlich wieder Fokus nicht auf dir oder auf mir oder auf sonst jemanden. Dann ja. Ist es natürlich schon, dass sie am Konsumieren sind. Das ja. Ist schon. Aber mir hat es auch Tunk, sie haben recht gut reagiert, finde ich. Ja, eigentlich sehr offen. Ja. Nochmal im Park darf ich Hände filmen. Gesichter nicht. Alle sind am Konsumieren. Vor mir scheißegal. Was ist das? Was machst du da? Stahl oder Apfel. Spritzen sind übrigens keine einzige. Die meisten rauchen die kleinen weißen Steine da. Bist du jetzt am Filmen? Ja, ich bin am Filmen. Stopp. Base. Kokain aufgekocht mit Ammoniak. Das sind im Moment die gängigsten Drogen hier in der Szene. Und suchen auch viele junge, neue Leute im Park. Heroin sehe ich auch etwas um. Von anderen Drogen höre ich nichts. Okay, und jetzt muss ich rauchen, aber das... So, das war es. Mein erster Besuch im Stadtpark. Bilanz durchzogen. Niemand hat wirklich mit mir reden. Ich kann es andererseits auch verstehen, muss ich ehrlich sagen. Weil, wer will schon über seine Drogensucht im Fernsehen reden? Von dem her ja, braucht es wahrscheinlich noch eine Art Vertrauensaufbau. Was auch noch interessant war, ist, plötzlich um die Mittagszeit sind zwei Touristen aus Lausanne mit ihrer Pizza reingekommen und sind abgehockt auf einem Bänkchen. Und alle ja, Stammgäste vom Stadtgarten sind so. Und die haben natürlich das nicht wirklich gecheckt, was da läuft. Und ja, das beweist es, wenn man. Vor allem, wenn man nicht weiss, was da drin ist, kann man locker reingehen und man wird nicht bissen. Der nächste Tag. Mein Ziel, jemanden zu finden, wo man mit mir redet. Und der Uli hat Lust. Er ist schon seit 30 Jahren in den Szenen unterwegs. Und er kommt täglich hier hin. Ja, es gefällt mir einfach. Dann schaue ich am Sommer so, wer da ist. Wenn ich dann auch den einen und den anderen treffe, gehe ich zu einem Mann und mit ihm rede und frage ihn, wenn er es hat. Wir haben viele Außenkantönler, also die nicht vom Kanton Graubünden kommen, die dort reinkommen, konsumieren. Es hat auch viele Streitereien gegeben zwischen ihnen. Das ist eigentlich immer das gleiche Problem. Es geht um Drogen. Es geht um Geld, wenn jemand seine Dinge nicht zahlt. Und dann gibt es zwischen ihnen also manchmal schon ein bisschen
Krawall oder Schlägereien. Aber das ist nicht jeden Tag gleich, das ist verschieden. Er meint, die offene Drogenszene gebe es nur, weil es keinen Konsumraum gibt wie in anderen Städten. Er würde sich so einen geschützten Raum wünschen. So, neuer Tag, neues Glück. Heute ist es mega fresh da draußen in Chur. Also nicht unbedingt der gemütlichste Tag, um in einem Park zu hängen. Ich bin gespannt, wer um mich ist. Das Krasse ist, ich habe nicht so irgendwie Respekt, um einfach hier rein. Es braucht schon noch Mut, um mit ihnen zu reden. Auch heute wird wieder based. Warte. Die Leute hier sind nervös. Gewisse suchen sogar nach kleinen Bass-Steilen, die hätten können auf den Boden fallen. Krass. Das Rauchen von Bassen ist gefährlicher als das Schnupfen von Kokain. Der Wirkstoff gelangt innerhalb von Sekunden in die Blutbahnen. Und der Konsum kann zu einer schweren psychischen Abhängigkeit führen. Das ist scheiße. Leider für sie hebt der Flash vom Bass nur wenige Minuten. Und deshalb haben alle Stress, um zum nächsten Flash zu kommen. Ein kleiner Stein kostet aktuell 10, ein grosser 20 Franken. Und übrigens, Drogendealer stehen in dem Moment gerade nicht mehr. Sie reden auch recht offen, vertrauen mir inzwischen. Mehr als sie gedacht hätte. Die Einzigen, die nicht rum sind, die Polizei. Mit denen rechne ich jeden Moment, aber ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der daran denkt. Drogendealer laden mich sogar ein, zu ihnen heim. Und plötzlich stehe ich da, in einem leeren Zimmer mit viel Platz zum Bass aufkochen. Sie brauchen mehr für ihre Kunden im Stadtgarten. Und vor allem für sich. Das Gespräch haben wir übrigens nachgesprochen. Du kannst jeden Dealer fragen. Das Zweite, kannst du keinen Gewinn machen. Allein, wenn ich jetzt allein wäre oder sie allein wäre, dann würden wir ein bisschen etwas Gewinn machen. Dadurch, dass wir aber zu zweit sind, keine Chance. Weil du animierst ja noch zum Rauchen. Und dann sind wir da, normal, die rauchen, ich sage dir mal, die rauchen am Tag, die viel rauchen dir 200 Stutz, 15 Züge am Tag. Wir rauchen alle 10 Minuten einen. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgestellt. Aber eine Weile lang war es ganz prekär gewesen. Wir haben es auch schon angekriegt, um alle 5 Minuten, weil auch der Druck so hoch ist. Du hast gefragt wegen der Angst. Wir haben keine Angst vor den Leuten, vor den Bullen haben wir auch keine Angst. Aber Respekt, weil das sind Profis. Was sind denn hier im Stadtpark so viele Leute? Alles, durchmischt. Vom Studierenden bis zum Obdachlosen, bis Anwalt. Hey, da gibt es im Fall wirklich alles. Das ist kein Klischee. Es sind auch Ärztinnen, ich habe auch schon einen Arzt rausgelassen. Space ist so. Wenn du einmal probierst, bist du einfach fasziniert. Und vom Charakter her? Die werden zu Betonherzen, also zu Betonblöcken. Du hast kein Gefühl mehr, ein Teil. Denn andere haben zu viel Gefühl, dann sind sie nur noch am Flennen. Und wenn nur noch Liebe geht. Andere sind wirklich, die tun nur noch für einen Stein, würden sie abstechen. Die schauen dich an, du siehst einen Blick, der denkt nur noch, er will dir das Zeug wegnehmen. Wie hat sich das Ganze denn entwickelt in den letzten Jahren im Stadtpark? Szene. Grusig. Früher war es eine Gemeinschaft. Jetzt schaut jeder nur noch, wie der andere von ihnen absterben kann. Jeder schaut zu seinem Vorteil. Jeder schaut, Kollegen, beste Kollegen, geben sich auf die Schnarre für einen Zug. Was machen wir denn mit dem Stadtpark? Der Stadtpark? Dort tun sie am besten so mit einer Drohne ausheben und es woher, wo sie nicht stören. Ich weiss doch nicht. Es gibt Leute, die schon seit 30 Jahren dort sind. Wir stören niemanden. Wir machen niemandem etwas, die können reinkommen und noch nie ist einem schlecht gegangen. Am Mittag kommen sie ja. Am Mittag haben wir Leute. Da passiert niemandem etwas. Fühlst du dich denn nicht gestört? Von den Leuten? Nein. Die fühlen sich gestört. Wir sind sogar froh, wenn auch mal normal reinkommen. Weil der Park ist ja für alle. Wie fühlen ihr euch denn? Hoffnungsvoll? Ja, wenn die Hoffnung stirbt, dann können wir uns gleich erschiessen. Wenn ich meine, ich müsste nur noch das hier machen, was ich jetzt mache, ob als Dealer oder als Süchtiger, also beide Seiten, dann würde ich mich schiessen. Das ist ja die ganze Zeit nur dem Zeugs nachsäckeln. Wir säckeln ja auch nur dem Zeugs nach. Ich bin total überrascht von der Offenheit, von der Offensichtlichkeit von dieser offenen Drogenszene.
Ja, grüezi Walter, liebe Gestelle vom Roman. Da wäre es für die Polizei ja kein Problem zum Eingreifen. Wie kann das sein, dass sie da nichts macht? Das ist ja illegal. Wieso macht man das nicht? Ich frage mich. Das ist also Ihren Eindruck, das kann ich nicht bestätigen. Also in dem Fall, irgendwas wäre, sind Sie oder unsere Leute aneinander vorbeigelaufen. Kanton, wie auch Stadtpolizei, ist regelmäßig im Stadtpark und führt Kontrollen durch. Sie müssen sich das so vorstellen, die sich da drin bewegen, die kennen unterdessen ja auch angefangen. Mehrheitlich alle, so wie unsere Leute, die auch kennen. Ja. Wenn man da quasi sagt, ja, wir gehen einmal im Tag können wir dort eine Kontrolle machen, das wäre ja völlig falsch, oder? Ich bin in diesen wenigen Tagen auch mit Drogendealern in Kontakt gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben mal einen Drogendealer trifft. Sogar die ja. Sehr sind dort und habe ich gesehen oder gemerkt, hey, das wird wohl einer sein. Und das hat mich mega überrascht, dass das so... Ja, offensichtlich ist. Ja, also wir, also das ist eine Kantonswehr-Stadtpolizei. Wir haben ja auch festgestellt, dass dort wieder das Ganze ein bisschen aufflackt, oder? Ja. Es ist einfach so, wenn wir bei der Polizeikontrolle Personen feststellen, die Betäubungsmittel konsumieren, besitzen oder dealen, die werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht. Ja. Aber wir können nicht jeden, der in diesen Bereich hineingeht, verhaften. Der kann grundsätzlich von uns entlassen werden und ist 5 Minuten später wieder im Stadtpark und macht weiter. Ja. Das ist ein bisschen eine never-ending story auch halt. Wahrscheinlich. Kann man fast so sagen, ja. Ja. Okay. Danke vielmals in dem Fall. Ja. Schönen Tag. Ebenfalls, merci für eure Geschichte. Ade. Gestern war ich bei einem Drogendealer daheim, was eine sehr interessante Erfahrung war. Und erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass er ein bisschen andere Geschichte erzählt hat als alle anderen bis jetzt hier. Dass es zum Teil schon relativ hart kann zu und her gehen. Also das, wovor vielleicht viele Leute Angst haben, das hat vielleicht etwas. Es ist nicht etwas, das an der Tagesordnung ist, aber brutale Sachen könnten auch passieren, definitiv. Heute rede ich mit jemandem, der wegen der Drogen auf der Straße gelebt hat. Livia. Elias. Wenn du etwas wissen willst, fragst du, oder? Ja. Ja, jetzt gehen wir auf den Hof. Im Bischof sitzt oben. Ja, und zeige, wo wir eine Weile übernachtet haben. Obdachlos in Chur, für mich unvorstellbar. Für ihn war es harte Realität. Vor 12 Jahren hat er als Chauffeur geschafft im Unterland. Er hat das Billett verloren und ab dann ist es bergab gegangen. Job verloren, Wohnung weg, in Drogen reingerutscht. Also damals, als ich keine Wohnung hatte, habe ich Heroin genommen, geraucht. Ja. Genau, das brauche ich nicht mehr. Von dem bin ich los, zum Glück. Ich habe auch keine Substitution. Nicht. Aber jetzt ist ja, das Beisen, das ist. Ja. Ja. Ja, es fängt so schleichend an, das merkst du gar nicht so wirklich. Und plötzlich eben. Plötzlich bist du mit drin. Das ist der Bischof, der wohnt hier so. Und das da vorne hat es ein WC. Und das Behinderten-WC, und das ist gross. Und ist im Winter auch geheizt. Mehr oder weniger. Und dann, ja, jetzt sind wir abends schlafen. Es ist etwa um 11 oder 12 Uhr. Wir können raufgehen, nicht mehr so Angst gehabt, dass jemand kommt. Und um 5 Uhr ab 6 Uhr wieder müssen aufstehen, weil ein Putzrau gekommen ist. Ja. Ja, ist lustig. Komische Zeit, so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke. Komisch, romantisch auf eine Art in Erinnerung. So wir zwei gegen den Rest der Welt. Ja, ich tue blöd, nicht das zu sagen, aber... Ja, genau. Sieht immer noch so aus. Da innen haben wir geschlafen auf dem Boden, so da. Haben wir auch gesehen. Wenn es wirklich kalt ist, haben wir einen Haufen von diesen Papiertüchern da halt gebraucht.
Und haben die ausgelegte Decke drüber und den Schlafsack. Ja, da hat es eine kleine Heizung. Ja, ist ziemlich heiß. Ja, aber eben, es ist immer ein Stress, gell? Es kann immer irgendjemand kommen. Dann können wir die Polizei mit Stichproben machen und dann musst du wieder weggehen. Ja. Es liegt ja schon an dir, an der Person selber, zum Arbeiten oder eine Wohnung suchen oder was auch immer, schon klar. Aber es ist manchmal nicht... Ja, es ist... Niemand ist mit Absicht für uns oder aus Faulheit oder weil er gerne draussen schläft. Weißt, das sind immer Geschichten und Schicksal dahinter. Und ja. Ja, hättest du mir gesagt, vor 12 Jahren gesagt, dass ich irgendwann einmal harte Drogen nehme, geschweige denn keine Wohnung oder obdachlos bin, hätte ich dir gesagt, das ist niemals, das wird unmöglich, das passiert nicht. Gell? Das passiert ist gleich. Und hast du denn nie überlegt, zum Heim zu der Family? Nein, ja, ich hätte schon können. Aber erstens hatte ich eben noch eine Freundin. Wir sind immer noch zusammen. Aber ich habe sie geschämt, gell? Auf eine Art. Also ich kann schon der Schwester anrufen oder der Mutter. Das wäre sicher kein Problem, um dort auch ein Weile zu bleiben. Aber das wollte ich irgendwie auch nicht. Wollen. Ja, man schämt sich halt auch. Ja. Jetzt wohne ich in Chur, jetzt haben wir eine Wohnung. Sie ist am Arbeiten, ich bin noch beim Sozialamt. Ja. Er wird jetzt auch wieder anfangen zu arbeiten, wo man denkt. Das würde mir auch gut tun. Es zieht ihn immer wieder in den Stadtgarten. Das sei sein soziales Umfeld, andere Kontakte habe er nicht mehr wirklich. Ja, irgendwo, vielleicht so einem Stuhl oder so, habe ich gedacht. Zurück im Stadtgarten treffe ich eine Frau. Mit ihr habe ich schon ein paar Mal geredet in den letzten Tagen. Wie findest du das eigentlich, dass ich einen Film über den Stadtpark mache? Ich finde das gut. Also ich finde es gut, dass du es natürlich nicht einfach reinlaufst und Film machst, sondern dass du uns fragst. Und man merkt, dass dich interessiert. Also du bist nicht reingekommen und hast einfach einen Film machen, sondern du bist auf die Leute eingegangen und es interessiert dich wirklich. Also letztes Mal ist eine Schulklasse reingekommen. Ich habe das schräg gefunden. Ich weiß nicht, der Kollege und ich sind dann daran vorbeigelaufen und haben gesagt, ihr wisst schon, was wir da drin sind, oder? Das war eine Schulklasse mit einem Lehrer. Und da kommst du irgendwie vor, wie im Zoo. Nächstes Mal werfen sie uns noch Popcorn zu, oder keine Ahnung. Und was ist denn der Stadtpark für dich? Was bedeutet er dir? Oder was ist für dich? Das ist eigentlich mein zweites Zuhause. Und meine Mutter war schon da. Und ja, ich kenne das alles so. Ja, ist ja eigentlich auch krass. Also, weißt du, schon deine Mutter ist schon in diesen Dingen drin gewesen, oder wie ist es? Ja, so. Ja, sie hat halt viele Freunde gehabt. Von, ja. Ist sie denn auch an der Droge gestorben? Alkohol. Okay. Macht dir das nicht Angst damit? Nein. Wenn Leute, Kurer, wer auch immer, Touristen, sie den Film sehen, sie klicken es an, die grösste Schweizer offene Drogenszene, was willst denn du dass am meisten, dass sie wissen, dass sie mitnehmen von dem Gespräch oder von dem Film? Dass es nicht gefährlich ist bei uns, dass wir keine bösen Menschen sind. Wir lassen jeden in Ruhe. Solange sie uns in Ruhe lassen, lassen wir die anderen auch in Ruhe. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie kommen und fragen. Und ja. Es sind jetzt 2 Wochen vergangen, seitdem ich mit der Frau und mit den anderen geredet habe. Ja, es ist mir schon alles geblieben. Und was vor allem geblieben ist, was alle gesagt haben, ist, dass der Stadtpark ein Zuhause für sie ist, eine Art Zuhause. Halt unfreiwillig, wie die Sucht bestimmt ja eigentlich, dass sie immer wieder dorthin müssen, ja, um ihre Drogen zu kriegen. Und was auch die Frage ist, so ein Konsumraum, ja, wenn der kommt, heisst es, die konsumieren das vielleicht wirklich dort drin, aber chillen, leben tun sie ja da, das ist doch für sie wie eine Stube. Und deshalb glaube ich nicht, dass alle Leute hier einfach verschwinden, nur wegen einem Konsumraum. Aber was ich muss sagen ist, sie sind friedlich da drinnen. Ich bin jetzt ein paar Tage da und immer sind sie eigentlich nett gewesen. Auch wenn ich gehört habe, dass es wirklich anders kann sein, dass es wirklich brutal kann sein, wenn es um Geld und um Drogen geht. Und du, willst auch hocken? Oder was meinst du zu dem Ganzen da? Schreib es mir in die Kommentare. Ich freue mich schon, mit dir zu diskutieren.